Aus der Hauptstadt, der Footy Club. Heute Abend mit Andreas Rüttenauer von der Tageszeitung aus Berlin. Martin Henkel geht für die Berliner Zeitung an den Start. Moderation Stefan Osterhaus, Neue Zürcher Zeitung. René Schmöckwitz, der CEO der Schmöckwitz Limited. And now, ladies and gentlemen, it's talk time. Schönen guten Abend. Das Internationale Olympische Komitee, es hat gewählt, der Deutsche Thomas Bach folgt auf dem Belgier Jacques Rogge. Der Chevalier, so hoffen wir, hat einen würdigen Nachfolger gefunden. Auf den warten, man muss nur einen Blick in die Presse werfen, große, große Aufgaben. Sie sind angeblich kaum zu bewältigen, das meinen die Kommentatoren. Deshalb stellen wir hier im Footy Club auch die Frage, kann er auf Anhieb, er Thomas Bach, alle vier deutschen Vereine ins Champions League Halbfinale bringen? Kann der das, Andreas Rüttenauer? Natürlich. Wer, wenn nicht Thomas Bach? Und ich glaube, das Gefühl habe ich nicht alleine, sondern die Millionen Menschen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Deutschland gefeiert haben. Von Hamburg bis Plettenberg, ne? Die sich regelrecht in einen Freudentaumel gesteigert haben, weil endlich ein Deutscher den Führerposten im Weltsport übernommen hat, weil ein Deutscher der Führer der Weltjugend ist. Ja, wer sonst, wenn nicht Thomas Bach, wird es ermöglichen, dass alle vier deutschen Vereine in der Champions League am Ende den Pokal hochhalten. Machen wir das dann zusammen oder spielen wir dann gar kein Finale mehr aus? Das muss in den Funktionärskreisen noch besprochen werden. Der Scheich muss dann gefragt werden. Martin Henkel, Zustimmung oder Ablehnung? Ich bin geneigt, nicht zuzustimmen. Allerdings bin ich offen für Unmögliches. Und ich traue Thomas Bach, der neulich gesagt hat, oder jetzt vor zwei Tagen gesagt hat, er wolle gern Mensch bleiben und ich, mein erster Gedanke war, bitte nicht. wenn nicht Thomas Bach, dann keiner. Deshalb, wenn er Mut hat und die Dinge angeht, wie er ja vollmundig besprochen hat, dann schafft er es auch, vielleicht alle vier deutschen Teilnehmer am Europapokal ins Halbfinale zu liefern. Also kurz und gut, FIFA-Chef Sepp Blatter ist gewissermaßen ausgestochen. René Schmöckwitz, was trauen Sie ihm zu? Also ich glaube, dass Thomas Bach keinen Einfluss auf die Zusammenstellung des Halbfinals der Champions League haben wird. Allerdings sage ich, weil das ja auch heute unser Thema ist, ich sage, es kommt auf jeden Fall ein Verein ins Halbfinale der Champions League und das ist der FC Schalke 04. Also doch mit der Hilfe von Thomas Bach? Ja. Mit der Hilfe vom Prinzen. Von Kevin Prince Boateng. Ich halte das für den Königstransfer des diesjährigen Transfer-Sommers. Und ich denke, dass der Prinz sich vielleicht schon nächstes Jahr zum König krönen wird. Was verleitet Sie zu dieser Annahme? Ich denke, dass das Schalke 04 sehr, sehr gut eingekauft hat. Ich denke, können Sie das konkretisieren? Ich denke zum Beispiel an den Jungstar, der als das größte Talent seit Mario Götze gilt, Goretzka aus Bochum. Der bildet ja mittlerweile die Doppelsechs mit Jermaine Jones. Okay. Und sehr kreative Doppelsechs. Ja, aber wie gesagt, also das dann Julian Draxler, das sind alles noch keine Spieler, die Führungsqualitäten haben. Das steht fest. Ist der neue Julian Draxler ist mit der Wasser? Nee, neu nicht, aber er ist noch, glaube ich, sehr jung und er ist auch, glaube ich, noch nicht ganz so beständig in seinen Leistungen. Aber ich denke eben, dass der Prinz, er hat sich auch als Chamäleon bezeichnet kürzlich. Er hat gesagt, er ist ein Berliner und die Berliner sind Chamäleons, anpassungsfähig. Er fühlt sich sehr, sehr gut, sehr, sehr wohl in Schalke. Und ich denke, dass Kevin Prince Boateng den Unterschied machen würde. Deswegen glaube ich, dass Schalke nur auf jeden Fall im Halbfinale der Champions League steht. Meine Damen und Herren, der Prinz ist ein Chamäleon, der Berliner an sich ist ein Chamäleon. Hier ist eine Runde voller Wahlberliner. Martin Henkel, ist der Berliner ein Chamäleon? Haben Sie ihn als solchen wahrgenommen? Also ich habe mich mit Kevin Prince Boateng bedauerlicherweise, wie ich jetzt feststelle, eigentlich nie groß beschäftigt. Ich kenne ihn nur als den Karrierebeender im Zusammenspiel mit Michael Ballack. Haben Sie das positiv oder negativ in Erinnerung? Also ich muss gestehen, auch ich war damals negativ
berührt von dem bösen Tritt gegen den Knöchel des guten Michi. Was daran liegt, dass ich patriotisch empfinde. Er kommt aus Chemnitz, wie ich auch. Mhm, wir waren beide auf derselben Sportschule. Auf der KJS Emil Wallner. Ne? Deshalb, das hat mich berührt. Und ich kenne ihn als Außenspiegelabtreter und als großes Talent. Und ich, aber ich muss sagen, also ich glaube, er ist in Mailand gereift. Also ich kann mich an eine Szene erinnern, die, die ich gesehen habe im Fernsehen. Und zwar war das die Meisterschaftsfeier von Milan, glaube ich, vor 2 Jahren. Und das Stadion war voll und mit Spotlights und alle Spieler waren am Mittelkreis versammelt. Und auf einmal trat aus, der, aus dem dunklen Schatten Kevin Prince Boateng verkleidet als Michael Jackson und hat den Moonwalk hingelegt und 70.000 haben frenetisch gefeiert. Und das war eine Aktion, die ich ihm so nicht zugetraut hätte. Und er war wohl schon Führungsspieler da. Und damals, als er aufgrund der rassistischen Beleidigung in einem Testspiel vom Platz lief, das hat ihm schon Aura und Dimension verliehen. Deshalb, ich, also ich traue es ihm zu, ja. Ich gebe ihm da recht, dass er gereift ist und Führungsqualität hat. Aber sehen Sie denn Schalke auch im Halbfinale oder haben Sie andere Vereine? Ich sehe Schalke nicht im Halbfinale. Ich sehe allerdings den FC, den Arsenal Football Club im Halbfinale. Das wird überraschend sein, aber der Königstransfer dieses Sommers für mich ist Mesut Özil für 50 Millionen in der letzten Nacht, möglichen Nacht gewechselt von Real Madrid und ein absoluter perfekter Transfer, der genau in diese Mannschaft passt. Also Cristiano Ronaldo sagt, das sei Harakiri, diesen Mann zu verkaufen, Mesut Özil. Also wie kommt man denn dazu, jemanden, also der wirklich der beste Vorlagengeber für Cristiano ist, dann einfach wegzugeben? Na gut, jetzt wird gerade ein bisschen mit Schmutz geworfen in Madrid. Also die offizielle Version seitens des Vereins ist, dass Vater Mustafa, der ja der Manager von Özil ist, Forderungen gestellt hat, die Real Madrid nicht bereit war zu erfüllen, aufgrund der doch nicht ganz extra klasse Leistungen von Mesut Özil in der letzten Saison. Also er hat eine Aufstockung seines Gehalts auf 7,5 Millionen gefordert. Mhm. Er hat bislang 3,5 verdient. Und zum anderen sei aus dem frommen Muslim Mesut Özil ein Schürzenjäger geworden. Er hätte die Nächte in Clubs verbracht, sei auch der Miss Venezuela sogar nach Mailand hinterher gereist, um seiner Libido also Nahrung sagen, zu geben. Und ich weiß nicht, was dran ist. Aber, und natürlich Gareth Bale hat ihm den Platz streitig gemacht. Man hat es in den ersten 2 Ligaspielen gesehen. Für Özil war nicht mehr der Platz, den er vorher hatte. Ja. Und 50 Millionen einzucashen war, glaube ich, für Perez in dem Moment wichtig, weil das ist so 100 Millionen oder 101 Millionen für ein Spiel auszugeben, der 8 Champions-League-Spiele hinter sich hat, ist natürlich wahr. Die haben ja noch 2 weitere Transfers gemacht, die Ilaramendi und Isco, die beide 37,5 Millionen gekostet haben. Es war ja ein unglaubliches Transfervolumen, das Real dieses Jahr bewegt. Das größte, ne? Mit 172 Millionen führen sie die Tabelle an. Für mich ist es rätselhaft. Isco hätte ich auch geholt. Aber jetzt würde ich wir halten uns ja gerade nicht über Real, sondern ich würde gerne mal wissen, der FC Arsenal, das ist sehr gewagt, die einzige Mannschaft, der meint die vor, die eigentlich in der Champions League außer dieser eine Finalteilnahme eigentlich nie was gerissen haben. Und jetzt einfach durch diesen Transfer von Özil, soll den Unterschied jetzt machen und Arsenal steht dann auf einmal im Halbfinale. Ja, also man muss sich nur erinnern, Bochum hat mal mit Christiansen gespielt, falls man sich noch erinnert. Der war dann der Torschützenkönig und hat die, glaube ich, in die Europapokal-Qualifikation geschossen, als alleine. Also ich traue Mesut Özil zu, diese Rolle spielen zu können. Vielleicht nicht als Vollstrecker, aber zumindest als Vorlagengeber für Giroud, ein wirklich talentierter, feiner Stürmer aus Frankreich, der bei Arsenal spielt. Und wir haben den ausgezeichneten Lukas Podolski, der bald wieder fit sein wird. Wir haben hinten den Per Mertesacker, der die Bude zuhält. Also, wir haben das bei Dortmund gesehen, es gibt immer eine Überraschungsmannschaft in der Champions League, die weit nach vorne kommt, weil sie einen Lauf hat. Und Arsenal traue ich diesem Lauf. Ja, ich glaube, Lauf ist auch ist das gute Stichwort. Das hat auch Jürgen Klopp gesagt. Es ist eine laufstarke Mannschaft bei FC Arsenal. Und brauchen jetzt endlich mal jemand, der auch mal nach oben schaut und guckt, wo die Leute überhaupt hinlaufen. Und das könnte nicht so böse sein. Ja, insofern, ja, Jürgen Klopp würde Ihnen recht geben. Und nicht zu vergessen, Schnitzel Rosicki ist ja nach langer Verletzungspause wieder fit. Er hat die ersten 3 Spiele hat er gespielt. Der ist jetzt zwar schon betagt, aber vielleicht geht es... Wie betagt ist er? 31? 31? Nee, 32, 32 oder 33. Und der wird natürlich jetzt erstmal weichen müssen. Aber wenn Mesut in den großen Spielen doch wieder seinen Hänger hat, kann Arsene Wenger auf einen ganz exzellenten
Mittelfeldspieler zurückgreifen und kann ihn in die Schlacht führen. Und, sieht gut aus. Wer spielt in der Gruppe von Arsenal? In der Gruppe von Arsenal spielt die deutsche Mannschaft Borussia Dortmund, von der ich nicht glaube, dass sie das wiederholen kann. Ach so, das ist ja eine Todesgruppe. Ich meine, die müssen Neapel schlagen. Ja, aber man wächst an großen Spielen, das weiß man. Und wenn Arsenal, wie ich glaube, ins Halbfinale kommt, dann eben genau, weil sie wie Dortmund letzte Saison über sich hinauswachsen und an ihre Stärken glauben. Und in den Spielen wie gegen Neapel, jetzt gerade Tabellenführer in der Serie A, groß eingekauft diesen Sommer, auch bei Real Madrid sich bedient. Mit zum Beispiel Higuain und Albiol. Sie haben ja ähnlich wie Schalke, sie haben ja auch einen Prinzen, ne? Prinz Peng. Sie haben Prinz Peng. Ja. Und also der Prinz ist gerade auf dem Krankenlager, aber der Prinz, der kann nur profitieren. Also man muss sich das angucken. Özil hat die beste Vorlagenquote der letzten drei Champions League Jahre. Cristiano Ronaldo hat von ihm, glaube ich, 25 Buden aufgelegt bekommen, allein in der Champions League. Das ist, dass der sich aufgeregt hat und gesagt hat, also der am meisten verstanden hat, wie ich funktioniere, dass sie den weggeben, das ist eine Katastrophe. Der Özil ist ein ganz, ganz seltener, feiner Stratege. Ja, Mourinho hat ja gesagt, also er ist die einzige Nummer 10 mit Weltklasse momentan und es gibt noch nicht mal eine schlechte Kopie von ihm. Ja, und das Interessante ist, Arsenal war ja kurz davor, Demba Ba zu verpflichten, weil Scherzer den abgeben wollte. Und als Mourinho davon gehört hat, dass Özil kommt, hat er gesagt, das kann ich nicht bringen. Weil wenn die den Özil holen und der bedient den Demba Ba mit seiner Geschwindigkeit, sind die ein Titelanwärter und das wäre jetzt absoluter Blödsinn, den abzugeben. Also hat er da einen Riegel vorgeschoben und hat gesagt, ihr kriegt den nicht. Das sagt schon eine Menge auch über die Qualität von Özil aus. Also wir sehen hier also begeistert von Arsenal, vom FC Arsenal, laufstarke Mannschaft. Laufstark ist Borussia Dortmund ja auch mit dem laufstarken Spieler. Aber Young zum Beispiel, der immer gerade ausrennt. Können Sie das teilen, auch die Begeisterung von Martin Henkel für den FC Arsenal? Naja, die Begeisterung weiß ich jetzt nicht, würde ich natürlich nicht teilen, weil es ist ja auch hier mein Job, einen anderen Verein ins Spiel zu bringen. Das ist Paris Saint-Germain. Das ist für mich ein sicherer Halbfinalteilnehmer in der kommenden Champions League-Saison. Als alter Antikapitalist, also. Nein, was heißt das? Das ist für mich der Inbegriff des modernen Fußballs. Wir haben ja letzte Saison schon öfter drüber. Ja, das ist ein quasi. Es ist an sich ein Retortenverein, der ist erst 1970 gegründet worden. Man hat durch eine Hochpreispolitik die kriminellen Fans, die sich mit Meuchelmorden in die Schlagzeilen gebracht hat, aus den Kurven vertrieben und Spielt ihr noch im Stade de France oder im Prinzenpark? Ich spiele nach wie vor im Prinzenpark, der wird aber ausgebaut. Ja, der dritte Prinz gewissermaßen. Genau. Wird bald 60.000 genau. Zuschauer fassen, die zahlen dann alle VIP-Preise. Das Ganze ist der gesündeste Verein, der in der Champions League spielt, in einem Ausrüstervertrag, der ihnen jährlich 150 Millionen garantiert, einen nagelneuen Trikotvertrag, ist zwar nicht ganz so hoch, aber auch 15 Millionen im Jahr. Sie haben das Geld noch nicht mal ganz ausgegeben, obwohl sie schon 115 Millionen jetzt am Transfermarkt ausgegeben haben und haben eine relativ leichte Vorrundengruppe. Da ist Olympiakos Piräus dabei, Anderlecht, Benfica Lissabon. Das wird ein Spaziergang bis zur Weihnachtspause. Dann werden nochmal 100 Millionen auf den Tisch gelegt. Ja, mein Gott, wer soll denn diese Truppe schlagen? Ja, es könnte natürlich sein, dass sie gedemütigt werden in der Liga vom AS Monaco. Also, und das könnte ein schwerer Schlag gegen das Selbstbewusstsein sein, dass sie. Ja, aber das würde ich mal sagen, ja gut, dann konzentriert man sich auf die Champions League. Ja. Man hat da letztes Jahr irrsinnige Erfolge gefeiert, ist im Viertelfinale im Grunde nur aufgrund der Auswärtstorregel gegen FC Barcelona ausgeschieden. Und so schlecht haben sie nicht gespielt im Und Spiel. Haben wunderbaren Fußball gespielt. Wunderbar, ja. Also nicht zu vergessen, also sie haben Edison Cavani gekauft von Neapel. Ja, da geht der eine oder andere Leuchte an. Für 64 Millionen, der jetzt gerade in der WM-Qualifikation
Qualifikation Kolumbien abgeschossen hat, immerhin der zweite vorher Sie gewesen. Haben auch einen trainiert Sinn, von José Peckermann, den wir alle noch kennen. Sie haben auch einen Sinn für den Nachwuchs im Fußball. Sie haben das größte Talent im Weltfußball erkannt. Das ist ein brasilianischer Verteidiger mit Namen Marquinho, der 35 Millionen Euro vom AS Rom gekommen ist. Der junge Mann ist 19 Jahre alt, hat sechsmal in der brasilianischen Liga gespielt, hat 26 Mal für den AS Rom gespielt und bei PSG weiß man, wie gut er ist. Weil also für jedes Spiel eine Million wird dann fällig, sozusagen, also wenn ich jetzt so das fasst, und das Interessante ist ja ohne Sportdirektor, weil Leonardo aufgrund unflätiger Bemerkungen gegenüber einem Schiedsrichter im letzten Jahr in zweiter Instanz für 1,5 Jahre oder 15 Monate gesperrt wurde. Das heißt, er ist, wird offiziell als vereinslos geführt. Ja. Der kann seinen Job nicht mehr ausüben. Ich denke, die einzige Schwachstelle in diesem wunderbaren Team, ich gebe Ihnen recht, ist Laurent Blanc, der als der alte Melancholiker. Ich denke auch, dass dem, der ist ein bisschen verzagt und der hat mit der französischen Nationalmannschaft auch nicht die besten Zeiten erlebt und möglicherweise aber das wissen wir nicht, das ist Glaskugel-Problematik. Aber sie haben natürlich einen fulminanten ein Sturm mit Zlatan Ibrahimovic und jetzt mit Cavani. Wer legt für die eigentlich auf, für Cavani und für Ibrahimovic? Gibt es da ein kreatives Mittelfeld? Oder? Das ist, glaube ich, das Erfolgsgeheimnis der kommenden Saison. ja, es ist im Grunde, da wird endlich mal wieder Bauchfußball gespielt. Da steckt einen langen Ball aus dem Halbfeld auf die beiden da vorne. Und weiß, dass man da vorne zwei Wahnsinnige hat, die im Grunde immer so spielen können, dass der jeweilige Verteidiger gar nicht antizipieren kann, was sie jetzt vorhaben. Zlatan Ibrahimovic würde ich mich fast anschließen dabei. Also es ist wirklich ein außergewöhnlicher Angreifer, der ein unglaubliches Spielverständnis hat. Ich habe ihn beobachtet letztes Jahr, also es ist bald ein Jahr her, bei diesem 4:4 gegen die deutsche Nationalmannschaft. Der hat in 90 Minuten nur einen einzigen Fehlpass gespielt. Ich habe mich da wirklich nur auf ihn konzentriert. Also das war wirklich geradezu eine göttliche Performance da von ihm, wie er diese Mannschaft da umgerissen hat. Und apropos göttlich, da wartet einer auf uns. Ich höre mal gerade was. Der liebe Gott. Ich glaube nicht, dass die Mannschaft faul ist. Die kann es einfach nicht besser. Welches Team meint er eigentlich? Vielleicht den FC Chelsea, ich, keine Ahnung. Den FC Chelsea. Oder Barcelona vielleicht. FC Chelsea. Barcelona, möglicherweise Barcelona. Ich denke, da ist man wirklich an die Grenzen gekommen. Ja. Aber Sie sagen Chelsea? Ja, ich bin, die spielen bei Schalke in der Gruppe, also auf jeden Fall der einzige Stolperstein, den der Prinz aus dem Weg räumen muss, auf dem Weg auf jeden Fall erstmal ins Achtelfinale. Ist der FC Chelsea und ich muss sagen, also ich führe hier den FC Chelsea ins Rennen, das ist für mich ein sicherer Halbfinalist. Okay. Und ich kann gleich mehrere Gründe dafür nennen, warum das so ist. Also zum einen ist natürlich der gut aussehende Trainer José Mourinho wieder da und der es wirklich geschafft hat, diese Mannschaft auch sehr schnell hinter sich zu bringen. Ich war vor kurzem bei diesem Golden Lemon oder was da, hier Goldene Ananas in Prag, Supercup gegen den FC Bayern. Und ich war sehr beeindruckt von dem, was Chelsea da gespielt hat. Sie haben einen Großteil der Zeit mit 10 Mann gespielt gegen die Bayern und waren sehr viel effizienter. Es ist ein ganz anderes Chelsea, einfach vom Angriffsgeist her, wenn man das sieht. Also es ist noch unter Di Matteo, die Champions League wohlgemerkt gewonnen hat. Also er hat wirklich Geist zurückbringen können da in diese Mannschaft, obwohl noch ein paar alte Heroen da sind. Besonders beeindruckt hat mich vor allem der Verteidiger David Luiz. Also das ist ein Spieler, wie er, glaube ich, gegenwärtig im Weltfußball einzigartig ist. Den die Bayern ja auch kaufen wollten. Hätte ich FC Barcelona auch, kann ich wirklich verstehen. Also wenn da solche Summen dafür einen zweiten Brenno da aufgerufen werden. Was macht eigentlich Brenno gerade? Der hat die Trikotkartons bei Hansi Flügler. Ja. Genau. Diese Zeit ist ja schon wieder eingesperrt. Genau, und ich denke auch, dass das nur tagsüber macht. Das wird der Grund sein, weswegen die Bayern übrigens nicht ins Halbfinale kommen. Das ist, ja, ich muss sagen, also dass der Brenno nicht dabei ist. Der Name nicht dabei. Ja,
Gäbe es jetzt Phasen, ich meine, müssen Sie jetzt man muss ja, absolut. Also ich meine, ich würde sogar 10 Euro reintun, auch mit Brennobrand ist im Strafraum nicht der Lohn. Damals an der Zeit, ich meine, das waren ja auch Unsummen damals. Die Bayern haben ja so eine Verteidigerpauschale von 10 Millionen Euro gehabt, die dann einfach gezahlt wurde. Noch vor vielen Jahren, wo das Unsummen für einen Verteidiger waren. Aber das wirft mich wirklich um. Das ist ja genau der Preis, der für David Luiz aufgerufen wurde. Und wenn Sie diesen Spieler sehen, das ist wirklich eine Naturgewalt. Also der frisst wirklich einen Gegenspieler auf sozusagen. Ich sage also unglaublich aggressiv. Der kann eine Mannschaft wirklich mitreißen. Der hat wirklich als Innenverteidiger Führungsqualitäten. Noch viel mehr, als man es von Puyol gesehen hat beim FC Barcelona. Und ganz außergewöhnlich. Selbe Frisur, ganz genau. Ne? Also das sagt er, da ziehe ich auch meine Kraft her. Gewissermaßen ein biblisches Motiv wie Simson. Ne? Also der den Philistern dann so einen Eselsknochen was auf die Mütze gegeben hat. Und ich muss sagen, also dann habe ich gesehen, bei diesem Elfmeterschießen, gut, also es geht dann halt eben um die goldene Zitrone da gegen den FC Bayern, aber David Luiz legt sich den Ball zurecht. Er nimmt quasi von der Mittellinie aus Anlauf. Ihm gegenüber steht der beste Torhüter der Welt, aber es ist ihm scheißegal. Er trümmert diesen Ball einfach in den Winkel. Auch wenn Chelsea dieses Elferschießen verliert, er wiederholt quasi diesen Elfmeter, den er auch im Champions-League-Finale gegen die Bayern getreten hat. Das ist dem scheißegal und das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Also das ist ein Spieler, der den Unterschied machen kann. Für mich gegenwärtig der absolut herausragende Innenverteidiger. Allerdings wirkt Mourinho auf mich mittlerweile leicht saturiert, muss ich sagen. Also, ja, er hat ein bisschen so ein bisschen die Plauze und so weiter. Das Special war jetzt etwas dicklich geworden. Und, ja, aber, also, das ist ein Wohlfühlbauch. Der hat bei Real Madrid zum Schluss gelitten, wirklich wie ein Schwein, ja. Wie ein Spanferkel am Spieß. Den haben die gegrillt, die Medien haben den gegrillt, der Verein hat ihm den. Das macht man doch nicht mit so einem netten Mann. Das macht man nicht mit so einem netten Mann. Ja. Tito Villanova weiß, wie sanft er auch umgehen kann. Gern mit dem Finger ins Auge. Er hat ja jetzt am Dienstag auch nochmal gesagt, dass er ist das Gute an seiner neuen, an der Rückkehr zu Chelsea ist, er ist nicht nur Trainer, sondern auch Fan des Clubs und das setzt natürlich Kräfte frei. Ja. Und er hat den Kameruner Samuel Eto'o zurückgeholt. Grandioser Transfer, wie ich auch finde. Der und Otto Pfister, der Legionärstrainer, der Deutsche, der mal Kamerun trainiert hat, hat jetzt gesagt, dass Samuel Eto'o sich den neuen Kolonialtrainer, der mir übrigens mal die schöne Geschichte erzählt hat, da ging es darum, wie alt sei Antine Yeboah und er konnte das nicht sagen, hat aber eine relativ smarte Lösung parat, indem er gesagt hat, einfach Bein aufsägen und Jahresringe zählen. Das war immer ein großes Thema, wie alt ist eigentlich Antine Yeboah. Und der Otto Pfister hat gesagt, Samuel Eto'o kennt sich mit den neuen Medien nicht aus. Er kann noch nicht mal eine SMS schreiben, das weiß er aus erster Hand. Das ist natürlich gut für einen wie... Hat er wahrscheinlich 10 Angestellte. Wie José Mourinho, weil er wird nicht abgelenkt von den neuen Medien, die das bei anderen erfahren ist, Twitter und auf Facebook unterwegs sind. Ja, Sie als Eto'o-Experte, stimmt das wirklich, dass der so einen Fernseher hatte, so einen Flachbildfernseher, mit so einem Rahmen mit Leopardenfell umzogen? Was stimmt das? Kann ich nicht sagen, aber ich würde es ihm zutrauen. Ja. Er hat übrigens... Ein großer Spieler. Nee, aber was man sagen muss, er hat jetzt nachdem es Kamerun tatsächlich seine WM-Qualifikationsgruppe gewonnen hat, hat er sofort die Karriere in seiner Nationalmannschaft beendet. Also, und er konzentriert sich sich jetzt tatsächlich eben komplett auf den FC Chelsea konzentrieren. So wie er das in der vergangenen Saison bei Mahatschkala gemacht hat. Ja, darüber sprachen wir. Ja, wo er praktisch jedes Training geschwänzt hat. Wo er nie mehr als 2 Kilometer gelaufen ist. Ja, wo es ihm vielleicht einfach zu kalt war. Wo durch die Kälte vielleicht auch das Leopardenfell kaputt gegangen ist. Man weiß nicht, wie das klappen wird. Nachvollziehbar in Moskau zu frieren, ist, glaube ich, keine Kunst. Und alle zwei Wochen nach Mahatschkala fliegen zu müssen, nach Dagestan, also das genau, ist für die Heimspiele ist auch anstrengend. Da wird es ja auch jetzt so ansprechen, die Frage, ja gut, das sind ganz nette Geschichten, aber fehlt ihm dann nicht letztlich auch so ein bisschen Lebensintelligenz, sich so ein Leopardenfell im Winter über den Fernseher zu machen und das nicht einfach anzuziehen? Ja, dann friert man nämlich nicht. Okay. Wir haben das probates Mittel gegen Schnupfen auch in London für Samuel Eto'o. Leoparden können über die Mütze ziehen, dann ist alles gut. Ich prangere das auch an als Tierfreund.
Sie wissen ja, ich habe ein großes Faible dafür Leoparden. Ich habe ja so Art Deco-Panther, aber die sind ja nur aus Bronze. Also insofern das ist schon umweltverträglich. Also Fakt ist eins, dass auf jeden Fall Samuel Eto'o, jeder, der ihn mal live gesehen hat, ist auf jeden Fall ein Stürmer, der, sage ich mal, in einer kniffligen Situation auf jeden Fall eine Abwehr aushebeln kann, der individuell extrem stark ist. Die Geschmeidigkeit, die der hat. Auch eine brillante Technik. Ich glaube, wir reden da so ein bisschen am Thema vorbei, weil der eigentliche entscheidende Mann in der Offensive könnte eben dieser Belgier Eden Hazard sein. Der, Eden Hazard? Oder wir haben natürlich... Warum? Das ist einer der irrwitzigsten Tempo-Dribbler, einer, der mit 120 Stundenkilometer... Eden Hazard. Ein Belgier, der beim Supercup-Finale irrsinnig gut gespielt hat. Der hat sehr gut gespielt, der beste Mann auf dem Platz. Ja, der beste Mann auf dem Platz war. Der zweitbeste war. Und eben mit hohem Tempo trippelt und den Kopf oben hat und immer noch weiß, wo jeder seiner Mitspieler steht. Eine unglaubliche Performance. Und die muss er wohl auch in der letzten Premier League-Saison hingelegt haben. Ja, also das würde ich viel, viel höher einschätzen als das, was Samuel Eto'o vielleicht... Ja, alles schön und gut, liebe Freunde, aber wir dürfen einen nicht vergessen, der da auf der rechten Seite rumläuft, so ein 22-Jähriger. Der aussieht wie 40 aus Deutschland, André Schürrle, hat im Supercup ein großes Spiel gemacht. Ja, also möglicherweise ein hervorragendes Spiel gemacht im Supercup. Man muss sagen, vielleicht hat Mourinho da Qualitäten in diesem Spieler entdeckt, die hier in der Liga nicht gesehen wurden. Er hat ein gutes Auge, darüber müssen wir nicht reden. Also, man muss sich nur daran erinnern, Wesley Sneijder war ähnlich wie Özil aufs Abstellgleis geraten bei Real Madrid. Sie haben ihn ziehen lassen für nicht besonders viel Geld. Und was passiert? Er gewinnt die Champions League. Und Real Madrid hat damals auch im gleichen Jahr Arjen Robben ziehen lassen. Der stand dann im Finale gegen dieses besagte Inter Mailand. Insofern, Mourinho hat schon ein verdammt gutes Auge. Das muss man ihm wirklich lassen. Und er schafft es halt auch immer wieder... Leute hinter sich zu bringen. Es ist eine Aufbruchstimmung da jetzt beim FC Chelsea. Und ein ganz begabter Söldnerführer, Mourinho. Also das ist für mich wirklich der Prototyp des Söldnerführers. Eine Art Wallenstein sozusagen. Und was ich sehr besonders an ihm schätze, ist, er ist wandlungsfähig. Und er sieht gut aus. Es sieht gut aus, er ist wandlungsfähig. Ja, und Special One hat er bei seiner Vorstellung gesagt, I'm the happy one. Das ist ein geflügeltes Wort jetzt in England. Also er zeigt halt auch, dass er bereit ist, Entwicklungsstufen zu gehen. Und er ist Moderator geworden, so scheint mir das. Das kann tatsächlich gut klappen. Also ich denke, mit Chelsea ist zu rechnen. Wir wissen ja gar nicht, was im Wintertransfermarkt noch alles passiert. Vielleicht kommt ja doch Wayne Rooney. Da kann man sich, wenn wir jetzt schon mal drüber reden, also wer ist denn nicht dabei? Manchester United hat eine katastrophale Einkaufssaison hinter sich. Die haben gar nichts irgendwie geangelt. Beim FC Bayern. Der Trainer macht auch keinen guten Eindruck, finde ich. Also. Ja, ich glaube auch, dass er ein bisschen überfordert ist mit dem ganzen Job. Ne? Das hört sich jetzt fast so an, als wären wir uns jetzt einig. Wir sind gewissermaßen. Das kann man schon machen. Wir haben jetzt auch gar nicht über den FC Bayern geredet. Genau. Ich denke, die brauchen noch ein Jahr unter Pep Guardiola. Bis das ganze Sand aufnehmen wird. Aber ich meine, wir haben ja auch die Halbfinalpaarungen, die sind uns übermittelt worden, und zwar von Thomas Bach. Und wir wollen mal gucken, wie sich diese Halbfinalpaarung mit unserer Expertise hier am Tisch vertragen. Ja. Deswegen haben wir natürlich... Räumen wir mal Tisch hier frei. Ja, ne? Tisch frei. Und ziehen. Es gibt die große Lostrommel. Wer möchte ziehen? Also ich würde sagen, wir Andreas Rutternauer hat als einziger von uns die Credibility, als fast... als Angestellter, oder? DFB-Präsident. Als beinahe Angehöriger der Funktionärskaste. Genau. Bitte sehr. Aber mischen Sie gut durch. Mischen Sie gut durch. Und ich hoffe, Sie haben keinen magnetischen Ring. Wer macht auf? Schmeckt gut. Das ist für die Limited, ne? Ich verkündige, oder? Ja. Ui. So, Heimrecht, genau. Heimrecht, erstes Halbfinale Champions League. Ich bin sehr gespannt, wie wir Saison damit lagen. 2012-2013. Ist der Fußballclub Schalke 04. Heimrecht, erste Begegnung, Halbfinale Champions League, Mai 2013. Das stellen wir jetzt hier mal auf. Ja. Okay. So, gehen das auf als die bei einer wirklichen Auslosung. Spielt gegen den
Paris Saint-Germain. Paris Football Club. Paris Saint-Germain. Würden Sie mir ganz das kurz, wird interessant. Das wird interessant. Okay. Im Prinzenpark. Im Prinzenpark. Kevin Prince Boateng wie zu Hause. Ist korrekt. Aber auch ein Heimspiel für ihn. Ja, wahrscheinlich, ja. So, wer hat Heimrecht im zweiten Spiel? Das zweite Spiel, Heimrecht, ist wichtig. Hat der Chelsea Football Club. Ja, FC Chelsea mit José Mourinho und David Luiz. Und der Ordnung halber ziehen wir auch noch das, die letzte Spannung steigt. Die Spannung steigt. Ja. Es ist bei so vielen Mannschaften auch immer nicht ganz leicht. Also sagen, unsere Quote ist hervorragend. Ich bin gespannt, ob sich unsere Prophezeiung erfüllt. Ja. Und wir haben den Arsenal Football Club, aus London. Glänzend, liebe Freunde des Footy-Clubs. Sie sehen, unsere Expertise deckt sich auch mit der Eingebung des Illusionisten Thomas Bach. Schönen Dank ans IOC, dass Sie uns den Präsidenten zur Verfügung gestellt haben für eine Weile. Hier. Ja, wir haben noch ein Lied. Ein Lied haben wir noch. Ne? Ja. Wer steht an? Schmöckwitz? Ja. Schmöckwitz. Ja, Schmöckwitz. Hoch auf dem Champions-League-Wagen sitzt der Scheich ganz vorn. Hinten hat Tom Liebach das Sagen. Lustig schmettert das Horn. Über Wälder und Wiesen scheißt er mit Geld alles zu. Wir würden gerne mal fragen, aber der Rubel, der rollt. Wir würden ihn so gerne mal fragen, aber der Rubel, der rollt. Schönen Dank, Talk's over.